Herzlich willkommen zum Spiel Manchester United gegen Paris Saint-Germain. Nur ein Vorbereitungsspiel, aber was für eins. Dobuschi, zwei Nachwuchstalente auf der Bank heute, Alexander und Gareth Walker. Ja, und für die ist diese US-Tour natürlich eine Riesenchance, vielleicht den Weg ins Team zu schaffen. Schauen wir mal, ob sie heute ihre Minuten bekommen. Der Anstoß hier von Manchester United. Der Ball läuft gut. Tor für United. Da ist die Führung ein klasse Treffer. So, mal sehen, was hier für PSG noch geht im zweiten Durchgang. Hummel. Sieht so aus, als gäbe es bei Man United gleich einen Wechsel. Alex Hunter und Gareth Walker wurden zumindest schon mal zum Aufwärmen geschickt. Könnte also gleich ernst werden. Halbe Stunde hier noch zu spielen. Alex Hunter kommt ins Spiel. Und das bei einer knappen Führung für okay. Man United. Beeindrucke den Boss, bring dich ein und fahre den Erfolg ein. Ach man, geil, wir dürfen spielen. Und Walker da auch. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das erste richtige Spiel praktisch. Und wir machen mal Hilfe an. 30 Minuten zu absolvieren. Und ich finde, das war gar kein so schlechter Pass. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Ich bring mich hier mal ein. Ohne Stambouli. Der Ball zurück bei Manchester United. Pass anfordern. Sehr schön. Ein guter Doppelpass. Philipp Bernard. Okay. Das könnte die Chance werden. Boah. Hier wird's jetzt knapp. Flanken. Okay. Lass den Ball laufen, okay. Sie sind lass mal Einwurf für uns. Und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. Mm. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. So wird es ja nichts. Wir sollen ein bisschen alle Arschbacken zusammenkneifen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Alex Hunter. Stand zwar im Abseits, der aber egal. Richter hebt die Fahne abseits. Ich glaube, unser Trainer ist bisher nicht ganz so zufrieden, aber wir müssen ja eigentlich nur ein Tor schießen, ja? Ich weiß gar nicht, wie es steht. Hat ziemlich deutlich. Oh, 1-0. Also Sieg einfahren ist möglich. Werfen wir mal einen Blick auf den Ballbesitz. Und wir erkennen, alles wirklich sehr ausgeglichen. Na, ich finde diese Hilfe ist unheimlich, ich will nicht sagen hilfreich, aber sie ist schon hilfreich. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Oh, das war ein interessanter Pass. Och Mann. Los, ich will wenigstens noch die 8 voll bekommen und dazu muss ich glaube ich ein Tor schießen. Ich will den Trainer beeindrucken, wirklich. Also ich finde das wichtig, gerade im ersten Spiel. Wenn man gleich einen schlechten Eindruck hat, dann lässt er ihn vielleicht gar nicht mehr spielen oder so. Ja. Oh. Alex Hunter. Wird's jetzt gefährlich? Klasse gespielt, guter Steilpass. Und jetzt ein Schuss. Und, ach Mann. Gute Aktion vom Torhüter. Guter Versuch, okay. Und Eckstoß für Manchester United. Also, es wird schon. Pass anfordern. Alex Hunter. Okay. Schöner Pass. Und Walker. Und, ach. Also so können wir uns ja nicht gut einbringen. Da müssen wir irgendwie ein bisschen. Ich finde es ganz gut, dass der Moderator anbleibt, denn kann man sich ein bisschen mehr aufs Spielgeschehen konzentrieren. Das ist schon sowas wie ein modernes Märchen mit Alexander und Gareth Walker heute bei ihrem Debüt für Man United, oder? Ja, sie kennen sich ewig, sind gemeinsam aufgewachsen. Jetzt betreten sie also die Fußballbühne bei einem so großen Club wie Man. Wir müssen eigentlich nur ein Tor schießen und das würde alles erledigen.
Okay. Und PSG jetzt mit der Auswechslung. Ich stelle mich hier mal frei. Aber es hat jetzt nichts gebracht. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Alex Hunter. Ich renne mal ein bisschen vor. Super und Aktion, der Ball kommt an. Er spielt den Pass auf den Flügel. Super Flanke. Und los. Nein! So schön, so schön. Also eins müssen wir auf jeden Fall bekommen, und zwar den Sieg, aber der Rest. Das wird schwer, außer wenn wir jetzt wirklich noch ein richtig gutes Tor schießen. Und los. Walker, was soll denn das? 6-9 nur, also da müssen wir wirklich ein bisschen mehr zusammenkneifen hier. Nun, Angel Di Maria. Das ist mal ordentlich. 5 Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel. Oh. Also. Kurz vor Schluss gibt's noch einen Freistoß. Aber mit Sicherheit gibt's den. Jetzt Alexander. Und? Ich weiß nicht, ob das Nervensache ist, aber den hat er komplett verrissen. Ja, das regt den Trainer auf, das kann ich auch verstehen. Die stehen ja ordentlich unter Druck. Los, da müssen wir noch ein bisschen. Los. Und jetzt die Chance. Los. Oh Mann. Gut vom Torwart. Jetzt gibt's noch mal Eckball. Gute Möglichkeit. Da brauche ich den Schuss noch nicht anregen, wenn ich danach wegrenne. Alex Hunter. Sehr gut aufgepasst. Und Passanfordern? Ah, Mann. Schlechte Passansage. Ja, okay, war es auch. Zu Ende. Wir haben gewonnen, aber der Rest war ein bisschen kritisch. Und Alexander sind heute torlos geblieben, Buschi, aber das war trotzdem schon mal vielversprechend, was wir gesehen haben. Naja, finde ich nicht so. Aber wir haben uns bemüht, sagen wir mal so. Ist vielleicht am besten formuliert. So, wartet, ich muss hier mal ein bisschen Licht um ihn zum Anmachen. Also eins haben wir geschafft. Nicht so gut. Klasse gespielt, guter Steilpass. So, und jetzt müssen wir uns ja alle nicht angucken. Okay, weiter. Also gewinnen wäre schon ganz geil gewesen. So, das nächste Spiel ist gegen Borussia Dortmund. Natürlich spielen wir das auch. Und kommt Story, ja. Jetzt hätte ich die Frage gar nicht. Das ist nur der Anfang. Ich kann es auch nicht fassen. Best 30 minutes of my life. Yes, bro. Okay, Starthelf-Bonus, Einnahme ist okay, aber bei weitem nicht so, wie ich es gerne hätte. Follower haben wir noch ein paar. Okay. Gut, dann jetzt weiter mit dem nächsten Spiel, denke ich, oder? Ich hoffe. Ja, also, los geht's. Zack. Und kommt Story, ja. Excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Lol. Das war ja mal sehr interessant. Und mal wieder nur mit Hunter. Ihr kennt ja meine Vorlieben. So, mal wieder vernünftig hinsetzen. Social Media würde ich gerne mal reingucken. Glückwunsch an die Youngsters, Alexander, die heute im Rahmen des... Okay. Tabelle. Ja,
hat ja noch nicht begonnen. Also los geht's. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier aus dem BC Play Stadium. Die heutige Begegnung Manchester United gegen Borussia Dortmund. Wie hast du Hunter in seinem ersten Spiel gesehen, Buschi? Er hat ja schon mal angedeutet, was er drauf hat. Aber klar, es geht noch mehr. Der Rasen im BC Play Stadium ist wetterfest. Ich habe mal ein wenig vorgespult und wow. Das gibt's übrigens in drei weiteren Stadien der Major League Soccer ebenfalls. Die Spieler dürften davon nicht so begeistert sein. Die spielen natürlich lieber auf Naturrasen. Also ich muss ganz persönlich jetzt einmal sagen, ich finde, man sieht das, das Kunstrasen ist. Man sieht da einen Unterschied. Und oha, okay. Ich finde, man sieht da einen Unterschied zum normalen Rasen. Es gefällt mir in größten Zügen. Und ich glaube, ich habe den Ball nicht mehr verloren. Achte auf deine Position, na klar. Oha. Das ist natürlich ein Fehler, den anzufordern. Aber wir stehen jetzt mal von Anfang an drin und das macht mich ein wenig glücklich. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Sehr schön. Und jetzt mal Manchester United. Aber nicht schnell genug. Vom Torhüter. Da glaube ich sowieso ein Abseits gewesen. Ja, ich finde Kunstrasen nennen sich besser, man ich finde irgendwie, man hat da besseren Halt. Also, ist meine Ansicht. Weigel. Sie suchen die Lücke. Ich bleibe hier mal ein bisschen auf meiner Position. Wandowski. Er spielt den Steilpass. Okay. Da passt er auf. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Okay. Jetzt Man United im Oh, schade. Jetzt können sie durchatmen. Chance verpasst. Also ohne Spaß, dafür konnte ich nichts. Habe ich aber alles gegeben. Weigel. Kagawa. Felix Paslak. Aslak. Für den BVB wird das heute keine leichte Aufgabe, Buschi. Nee, dazu sind die Teams einfach zu ausgeglichen. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. So. Ich fordere mal einen Pass an und probiere den auch ganz gut zu verarbeiten. Und das habe ich ja auch. Manchester United greift an. Aber Schuss. Ah. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Und bitte Ecke, bitte Ecke. Mann. Jetzt ist die Kugel weg. Achte auf deine Position. Also ich finde, es ist mehr oder weniger meine Position. Mal ein bisschen vorne zu stören. Bernard. Wird's jetzt gefährlich. Da trennt er ihn fair vom Ball. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Achte auf deine Position. Ich glaube, ein Schwein pfeift. Ich will doch nur ein Tor schießen. Schlechte Anregung, ja. Da gibt es Vorteil für den BVB. Da dürfte ich die erste gelbe Karte bekommen. Jetzt nach diesen aus. Oder? Nö, doch nicht. Regenpool. Rojo. Walker. So. Das könnte gefährlich werden. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Achte auf deine Position. Ich habe hier eine Torschance und der sagt mir, achte auf deine Position. Gute Aktion. Philipp Bernard am Ball. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Okay, wir sind auf 4-7. Das ist sehr kritisch. So ein Tor wäre jetzt schon nicht schlecht. Bernard. Jetzt müssen sie aufpassen. Er setzt sich und Hunter. Oh. Starke Sache. Oh Mann, Chance verpasst. Ja, jetzt gibt's Ecke für okay, ich gehe mal ein Stück nach vorne und hoffe, dass irgendwie passt oder so.
Dick Werder, toll. Stark vom Verteidiger. Und er schießt. Oh, das war sehr, sehr stark gemacht, muss man sagen. Das war sehr, sehr stark gemacht. Erstmal so ein bisschen vorgelegt und dann. Zack. Aus der Drehung. Also praktisch aus der Drehung. Ich renne mal hier. So. Oh, schade. Aber wir sind jetzt mal wieder bei 5,8, ziemlich safe. Okay, erste Halbzeit ist zu Ende. Das ist nur interessant, egal wo auf du gespannt bist und versuchst zu passen, statt den Gegner den Ball zu geben, achte noch stärker darauf, wo du stehen musst. Okay, ich sag mal Spiel fortsetzen. Trainer an, Trainer aus, nö, ich lass den mal an. Und die ersten Buchstaben jetzt immer groß. Beim Dings, das ist ja interessant. Das kenne ich so noch gar nicht. Sehr guter Einsatz. Aha. Los, bald um einen Ball. Sehr schön. Los, kommt dort, bitte komm jemand ran. Los, ey, da kann ich doch jetzt echt nichts für, wenn die zu blöd sind, da ranzukommen. Jetzt echt nichts gegen mein Team, aber. Also wenn es so läuft. Wo stehe ich denn? Bei Alexander müssen wir natürlich auch über die Familie sprechen. Der Großvater Jim Hunter ist eine englische Fußballlegende aus den 60ern. Wäre ja fast bei der WM 1966 dabei gewesen. Auch sein Vater Harold war Profi, auch wenn seine Karriere Verletzung. Und jetzt der Schuss! Och, Mann. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Ich wollte gerade eigentlich die Story mal zu Ende hören. Aber na gut. So eine gute Situation ist natürlich auch was. Ach du, auf deine Position, hallo? Also, langsam nervt's mich. Und den spielt er gleich wieder zurück. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. 30 Minuten und ohne. Also, da muss ein bisschen mehr. Chance vertan, die Kugel ist weg. Jetzt achte ich schon auf meine Position, dann kommt einfach kein Ball, weißt du? Einen muss ich ja stören und stehen und stören, aber. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt's zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Na, ich denke, mich tauscht aus. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer solchen. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir so viel noch spielen werden für Manchester United. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht so. Kurz. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Lingard. Und jetzt mal Manchester United. Keine Gefahr. Oh, schwache Passanregung. Wenn der da hinpasst, wie soll ich den denn bekommen? Sonst der Rückstand gewesen. Also, das finde ich ja ein bisschen seltsam. Fairer Einsatz hier. Acht auf deine Position, ich krieg's gleich kurz. Philipp Bernard am Ball. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Sie suchen die Lücke. Alexander. Nein! Das war eine gute Chance. Und das wäre dann die Ach, Führung Mann. Gewesen. Schade. Ich hab ihn drin gesehen. Ich hätte nicht sofort schießen dürfen. Ich hätte ein bisschen locker bleiben müssen. Er wechselt zwei frische Leute ins Spiel ein. Okay, Alexander war klar. Na gut, aber wir haben trotzdem gespielt und darum geht's doch. Aubameyang darf auch. Na gut. Amigitarion ist bei, na, das wusste ich nicht. Na gut, dann, restliche Zeit simulieren machen wir mal. Ist 0-0 ausgegangen und das nächste Spiel gegen Real Madrid CF. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Real Madrid, oder? Ich weiß ja nicht. Sorry, ich weiß nicht, nö. Startelf-Bonus, gut, Torbonus gibt's nicht. Ja, ein paar haben wir noch dazu bekommen. Puh, ich weiß nicht. So, dann müssen wir mal weitermachen tatsächlich. Oder? Ich bin hier. Ich fahre mal so gegen meinen Tisch, das mag ich überhaupt nicht. Machen wir mal weiter. Weiter? Weiter. Weiter. Und zwar gegen Real Madrid. Story? Nö. Wir spielen mit Hunter. Und jetzt ist ein bisschen wenig Story. Jetzt fehlt es mir irgendwie, finde ich. Und Start. Ich glaube, wir spielen nicht von Anfang an, oder?
bin mir da nicht so sicher. Hallo aus dem... Nee.